12 Shengxiao nennt man sie auf Chinesisch. Wie heißen sie auf Deutsch? 12 Shengxiao nennt man auf Deutsch die 12 Tierkreiszeichen. Ein Tierkreiszeichen, also es besteht aus drei Wörtern. Tier, Dongwu, Kreis, Yuanzi oder Yuanquan und Zeichen ist Fuhao. Also Tierkreiszeichen. Und wie heißen jetzt die 12 Tierkreiszeichen auf Deutsch? Schauen wir uns das mal an. Die 12 chinesischen Tierkreiszeichen heißen so. Die Ratte. Das Jahr der Ratte. Der Ochse. Das Jahr des Ochsen. Der Tiger. Das Jahr des Tigers. Der Hase. Das Jahr des Hasen. Der Drache. Das Jahr des Drachen. Die Schlange. Das Jahr der Schlange. Das Pferd. Das Jahr des Pferds. Die Ziege. Das Jahr der Ziege. Der Affe. Das Jahr des Affen. Der Hahn. Das Jahr des Hahns. Der Hund. Das Jahr des Hunds. Das Schwein. Das Jahr des Schweins. Und wenn du jetzt deutschsprachige Freunde hast und mit ihnen über dieses Thema sprechen möchtest, brauchst du vielleicht ein paar nützliche Sätze dafür. Die erste Frage ist mal, wenn du herausfinden willst, ob dieser deutschsprachige Freund oder die Freundin schon weiß, welches Tierkreiszeichen sie eigentlich ist oder hat. Und hier sagst du einfach zum Beispiel die Frage, was ist dein Tierkreiszeichen? Oder was ist dein chinesisches Tierkreiszeichen? Du kannst Chinesisch dazu geben, damit man einfach besser verstehen kann, dass es einfach um die chinesischen Tierkreiszeichen geht. Weil wir haben ja auch Sternzeichen im Westen, nur das ist ein bisschen was anderes. Du kannst auch fragen, ob die andere Person die chinesischen Tierkreiszeichen überhaupt kennt oder nicht. Dann fragst du einfach, kennst du die chinesischen Tierkreiszeichen? Oder kennst du unsere Tierkreiszeichen? Und bald haben wir auch das chinesische Neujahr und wir kommen dann in das Jahr des Schweins. So, welche Glückwunschsprüche gibt es dafür? Mal sehen. Zum Beispiel sagen wir, ich wünsche dir alles Gute im neuen Jahr des Schweins. Oder frohes neues Jahr des Schweins. Wenn wir einfach mal gratulieren wollen zum neuen Jahr, sagen wir meistens, frohes neues Jahr oder alles Gute im neuen Jahr. Und wenn du diesen Freund oder diese Freundin fragen möchtest, ob sie das wissen will, welches Tierkreiszeichen sie ist, sagst du einfach den Satz, willst du wissen, welches Tierkreiszeichen du bist? Oder die nächste Frage wäre zum Beispiel, im Jahr welchen Tierkreiszeichens bist du geboren? Oder noch kürzer, im Jahr welchen Tieres bist du geboren? Dann kannst du sagen, mein Tierkreiszeichen ist, und dann nimmst du einfach das Tier dazu. Also zum Beispiel, mein Tierkreiszeichen ist Tiger. Oder du nimmst einen anderen Satz und sagst, ich bin im Jahr des Affen geboren. Oder ich bin im Jahr des Schweins geboren. Und wenn du wissen willst, welches Jahr wir jetzt haben, kannst du sagen, welches Tierkreiszeichen haben wir jetzt? Oder noch einfacher, welches Jahr haben wir jetzt? Aber das ist dann nicht mehr so eindeutig, dass es um die chinesischen Tierkreiszeichen geht. Aber du kannst es natürlich auch so sagen. Und als Antwort haben wir dann zum Beispiel, jetzt haben wir das Jahr des Hundes. Ein Beispiel. Das sind mal wieder ein paar neue Sätze, wo ihr mit anderen Leuten ins Gespräch kommen könnt. Ich wünsche euch schöne Ferien und wir sehen uns im nächsten Video.